Okay, immer wenn er sich bewegt, dann können wir schlagen. Jetzt nicht. Er würde mich hören. Ja. Nee, alles klar. Jetzt. Okay, müssen abwarten, bis er sich wieder bewegt und hier die Luke öffnet. Okay, jetzt geht's weiter. Da mit der es Hand müsste durch. Möglich sein, den Sensor des Thermostaten mit kaltem Wasser durcheinander zu bringen. Dann würde die Temperatur im Gebäude spürbar angehoben werden. Richtig. Jetzt müsste der richtig ins Schwitzen kommen. Ich hab richtig Bock auf Bier. Und bring unser Beruhigungsbier. Ist nur die Frage, wie lange das dann dauert. Oh. Er könnte uns natürlich auch ein Bier anbieten. Aber nein. Alles wieder nur für sich selbst. Können ich muss eine Weile warten, bis das Beruhigungsmittel wirkt. Okay. Können wir da vielleicht hineinschauen, um zu sehen, ob der eingeschlafen ist? Kann man hier irgendwas feststellen? Ich muss eine Weile... Okay. Wir laufen einfach nochmal zum Friedhof. Schauen hier einfach mal eben ganz fix dran vorbei, damit ein bisschen Zeit vergeht. Hier ist natürlich nichts in der Zeit passiert. Wir laufen zurück. Also hier sollte man die Ghostbusters mal hinschicken. Ich muss eine Weile warten, bis das Beruhigungsmittel wirkt. Okay, scheinbar müssen wir jetzt wieder irgendetwas anderes erstmal triggern. Gut, wir versuchen nochmal mit der Schwester zu reden. Weil die ist ja auch ganz einsam da, so allein an der Info. Das dann so bei diesem Sturm, bei dem Unwetter, da wollen wir die mal nicht alleine sitzen lassen. Wir haben einander schon alles gesagt. Ja, und das ist das Einzige, was der Sam dann dazu sagt. Also der verpasst auch jede Chance. Der geht lieber raus in den Regen. Gut, wir gehen zurück. Vielleicht ist jetzt ja schon genug Zeit vergangen. Oder, wenn es jetzt immer noch ist, vielleicht können wir jetzt ja auch die Anstalt erstmal verlassen. Ah, nee, hier ist ich darf nicht zu viel Lärm machen, sonst wecke ich ihn. Okay, wir speichern. Wir speichern. Er schläft wie ein Baby. Sehr schön. Das Amobarbital im Bier hat gewirkt. Hoffentlich wacht er nicht auf, bevor ich drin bin. Das Amobarbital im Bier hat gewirkt. Er schläft wie ein Baby. Das hört sich eben ein bisschen ekelhaft an. Er ist nicht abgeschlossen. Aber ich kann ihn nicht öffnen, solange der Heizer dagegen lehnt. Ich will ihn nicht wecken. Okay. Können wir hier sonst irgendwas mit ihm machen? Nee. Ein Kohlehaufen. Boah, hier ist richtig viel Kohle drin. Ein großer Kohlehaufen. Dieses Gebäude verbraucht sehr viel Wärme. Na gut, man muss auch sagen, ist schlecht isoliert, ist halt schon älter. Zwischen den Kohlen guckt etwas hervor. Was ist denn das? Was haben wir da denn eine? Eine verdreckte Stoffpuppe. Ein kräftiger Faden. Ein kräftiger Faden. Können wir den damit fesseln? Nein, natürlich nicht. In dem Raum ist eine kräftige Hitze. Naja, ist halt der Heizkessel, ne? Dass der warm ist, beziehungsweise heiß, ist ja wohl eigentlich sehr, sehr logisch. So, können wir hier mal eben gucken. Ah, okay, wir könnten zum hinteren Teil. Wir haben etwas, was wir Verteilerkasten. Tür, wir schauen erstmal, was ist da denn? Im Gebäude ist eine Sprechanlage installiert.
Okay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Versuch's mal mit Hallo. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Na gut. Die Pinnwand. Viele alte Zettel, Poster und Zeitungsausschnitte. Okay. Der Dienstplan von diesem rußgeschwärzten Rüpel. Im Moment hat er dienstfrei. Ja, weil er jetzt Bier getrunken hat und pennt. Decknadel. Rice, Schokolade. Ist hier noch irgendwelche Sachen? Ein Schlüssel? Welche Tür er wohl öffnet? Den stecke ich ein. Er wird sich bestimmt als nützlich erweisen. Das denke ich auch. Und wir stehlen uns hier heimlich durch das Spiel. Unglaublich. Die einzige Frischluftquelle hier. Ist hier noch irgendwas am Tisch? Eine alte Öllampe und eine leere Flasche billiger Whisky. Nichts Nützliches. Warum schaust du dir das dann überhaupt an? Wobei, das ist ja schön, dass man hier echt viele Sachen anklicken kann. So, was haben wir denn hier noch? Verteilerkasten. Der Hauptverteilerkasten. Den fasse ich lieber nicht an. Ach komm schon, das macht Spaß. Tastatur. Okay. Hier fehlt etwas. Bestimmt der Schlüssel. Oder eine Stecknadel. Nee. Fehlt der Schlüssel bestimmt. Ja. Super, jetzt ist nur die Frage, wie lautet der Code, um diese Tür zu öffnen? Ich sehe kein Schloss. Okay, wo kriegen wir jetzt diesen Code? Der muss ja irgendwo stehen. Vielleicht sollten wir uns doch nochmal die Pinnwand oder die Sprechwand. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kannst du das vielleicht manipulieren? Die Nadel erfüllt den Zweck fast so gut wie eine Nähnadel. Okay. Was immer du damit... 1, 2, 3, 4, meinst du? Können wir gleich mal probieren. So. Soll ich überhaupt so viele Ziffern eingeben? Müssen wir mal eben schauen. Na gut, man weiß es halt nicht. 1, 2, 3 und 4. Hat nicht ganz geklappt. Wir versuchen das einfach mal mit 0000. Das ist ja die Standardeinstellung bei neu installierten Sachen. Ja, auch nicht ganz. Okay. Scheint also doch schon richtig installiert zu sein. Hoffentlich wacht er nicht auf, bevor ich drin bin. Okay, dann versuchen wir ihn mal zu denen irgendwie zunähen oder sowas. Was wollen wir jetzt damit machen? Die Nadel ist ein guter Ersatz für eine Nähnadel. Ja, aber wo will man die jetzt einsetzen? Wo brauchst du eine Nähnadel? Er schläft. Ja, er schläft wie ein Baby, wir wissen's. Ja, irgendwas muss er doch... Oh, da können wir nichts machen. Was soll dieses Stück Puppe? Na gut, wir schauen uns hier hinten nochmal um. Irgendwo muss doch ein Hinweis auf den Code sein. Wir schauen uns die Pinnwand nochmal an. Siehst du hier irgendwo eine Zahlenkombination? Ich jetzt nicht so genau. Den Nadel und den Faden habe ich schon zusammengesetzt. Hier. Decknadel mit Faden. Habe ich schon zusammengefügt. Hier. 1918. 1918. Genau. Das probieren wir jetzt einfach mal. Alter. Das ist es. Da muss man echt sagen, das ist aber auch echt
Sehr, sehr billig vom Hausmeister. Okay, wir gehen, wollen uns nicht beschweren, wir gehen durch die Tür hindurch. Oha. Hier ist doch noch einer. Das war knapp. Beinahe hätte er mich gesehen. Ich muss ihn irgendwie aus dieser Halle locken. Es gibt keinen anderen Weg zu James' Zelle. Wie machen wir das denn? Am besten, indem wir zur Sprechanlage gehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, du musst ihn irgendwie weglocken. Kannst du da irgendwie die Sprechanlage manipulieren? Ja, Sam Gordon. Das ist die Frage. Wie kriegen wir den Wurzel? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, lock ihn doch einfach weg. Kann doch nicht so schwer sein, ich oder? Ich muss zuerst diesen Arzt loswerden. Ah, oder wir schalten den... Ja, er kann den Verteilerkasten nicht anklicken. Ich wollte gerade sagen, dann schalten wir einfach den Strom weg. Was haben wir denn noch? Wir haben Säure. Wir könnten den Arzt natürlich mit Säure überschütten. Aber das macht Sam nicht. Ist hier noch irgendwas? An der Pinnwand? Oh, eigentlich nichts mehr. Nö. 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 Ja, jetzt ist echt die Frage. Wie kommen wir an dem Arzt dort drin vorbei? Was müssen wir jetzt genau tun? Diesen dort drin jetzt loszuwerden. Ich hätte ja echt die Idee gehabt, jetzt einfach den Strom abzustellen. Aber das lässt das Spiel halt nicht zu. Schneiden können wir auch nichts. Augen zunähen, ja. Wäre eine Idee, aber... Ich muss zuerst diesen Arzt loswerden. Sam möchte dort ja nicht mehr hingehen. Er schläft wie ein Baby. Irgendwas müssen wir mit dem Hausmeister hier noch machen, weil es muss ja einen Sinn haben, dass wir den noch anklicken können. Irgendwie die Schuhe zusammenbinden. Nee, funktioniert alles nichts. Das funktioniert auch nicht. Gruppe anzünden. Wir machen das anders. Wir gehen erstmal wieder hoch und sprechen mal mit der Schwester, weil es kann ja nicht angehen, dass der Hausmeister hier einfach pennt während der Arbeit, ne? Ey, da muss sich die Schwester direkt drum kümmern. Vielleicht holt sie dann noch den anderen Arzt zur Hilfe. So wird's gemacht. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. Der Dienstplan, also... Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Können Sie mir vielleicht den Dienstplan von allen Mitarbeitern geben? Eigentlich nicht. Er darf nur Mitarbeitern des Sanatoriums zugänglich gemacht werden. Da Sie aber mit Dr. Gordon verwandt sind, kann ich eine Ausnahme machen, denke ich. Vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Einen Moment. Hier haben Sie ihn. Danke. Ich bringe ihn wieder, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Das ist nicht nötig. Die Woche ist fast schon um. Ich muss sowieso einen neuen schreiben. Okay. Das war alles. Danke. Okay, nicht das Gesprächsthema, was ich gedacht hätte. Aber jetzt haben wir einen eigenen Dienstplan. Ein kompletter Dienstplan dieser Woche für das Ashbury-Sanatorium. Ein kompletter Dienstplan. Okay, können wir den vielleicht durchtauschen? Oder das dem Arzt sagen? Mal gucken, vielleicht hat er daraufhin jetzt ist ja doch eine Möglichkeit... was über diese Sprechanlage zu sagen. Hier ist bestimmt noch nichts anderes dann neu dazugekommen. Außer das kleine Fenster. Und ich glaube nicht, dass wir da...